Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem. Wer hat denn herzlich willkommen? Das ist irgendwie. Das klingt wieder so falsch. Ich habe das Reden verlernt. Das war mir eigentlich sowieso klar. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ach ja, ich sage jetzt einfach mal herzlich willkommen zu einem. Zu einer kleinen Testaufnahme mehr oder weniger. Was heißt Testaufnahme? Im Grunde genommen ist das jetzt quasi so gesehen die Beta-Phase des Ganzen. Im Grunde genommen, was müssen wir überhaupt machen? Ordnen wir das dann einfach. Was? Ordnen mindestens ein Fahrer zu und Raider ausschließlich Erkersbusse. Aber in Erkersbusse. Ist doch ganz gültig. Nitrivore, Forschungslabor, Siegwalden. Fahrer zuweisen, machen wir das mal. Oh. Da ist ein Diesel, da ist ein Diesel. Ich weiß nämlich schon gar nicht mal, was ich machen musste. Wir haben nur Diesel. Man, nee, da muss ich ja gucken, ne? Scheiße. Das ist ein Diesel und das ist auch ein Diesel. Wir haben nur Diesel. Das heißt, wir. Ja, ich weiß. Datei, Moment. Das heißt, wir haben den, den und den. Wir haben keinen, wir haben nur diese. Wir haben keinen Erdgasbus. Das heißt, wir müssten uns einen Erdgasbus besorgen. Das wäre der für 33.000. Okay, da war das Problem. Wie war das? Fahre die Strecke mit einem Erdgasbus. 95% der Freigestellten sollten auf Strecken sein, die mit Fahren Einkommen generieren. Dieses Tutorial-Gedöns, nachdem man hier. Dings. Okay, das heißt, wir. Moment, wie viele? Wir haben 1, 2, 3 Busse. Ich komme gleich wieder zum Kern des Ganzen. Ich wollte eigentlich nur den ganzen Bums hier starten. Der Nachteil ist jetzt hier natürlich, wir haben nicht genügend Busse, um mal halt diese 85% zu bekommen. Wir haben nämlich nur. Welche Strecke ist das denn? Das ist diese Strecke. Und die. Wir bräuchten auch ein paar anderen. So, das war ein Gewinn von 35.000. Nehmen wir mal die mit den meisten Gewinnen. Und fahren ja halt wieder doppelt wie immer. Genau, Fahrt beginnen. Tutorial überspringen. Das ist natürlich die Frage, Moment. Wir haben. Auf dieser Strecke den Citaro K. Und hier auch. Haben wir den zweimal? Ne, wir haben doch. Doch, wir haben den zweimal. Das heißt, wir nehmen den S416 wieder. Nein, da wollte ich nicht hin. Ja, dann können wir das Ganze schon mal wieder überspringen. Können wir hier auch noch was überspringen? Ne. Statistiken, das habe ich schon übersprungen. Okay. Das ist natürlich ein Problem, aber blöd, dass man. Wenn man das Ganze neu wieder starten muss, dass man dann halt Dings hat. Dass man wieder immer die Tutorials hat. Fahrt starten. Ich hoffe, ich habe noch alles im Kopf. Und zwar, was? Du bist eine Rush-Hour geraten. Fuck. Ich hoffe. Ich komme mit. Den ganzen Krimskrams jetzt hier noch klar. Moment. Okay, das kriege ich sogar noch hin. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das mit den Lichtern war. Verdammt, ich wusste, ich hätte mir das Ganze nochmal neu an besser angucken sollen.
falsche Licht. Ich hab's gleich. Ach ja, ich versuch mal hier weiter zu labern. Und zwar folgendes. Kriege ich das so hin, ohne dass. Ja. Ich soll noch auf Drive gehen. Moment, das war F4, ne? Ja. Okay, was war denn jetzt nochmal die. Okay, das hat schon mal funktioniert, finde ich gut. Genau, mein Blinker war jetzt der. Ups. Okay, komm. Ah, das geht ja schon mal gut los. Oh Mann, und zwar. Jetzt komme ich vielleicht auch endlich mal zum Reden. Und zwar, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Aber, oh. Gott, ach ja, das war ja was mit einer Rush Hour. Pünktlich zu kommen, wird halt schwierig werden. Und zwar, aber da komme ich endlich mal vielleicht dazu zum Punkt. Es sei denn, ich lasse mich wirklich ablenken. Aber ich glaube, durch die Einschaltung, die ich jetzt geändert habe, ist es auch viel angenehmer wieder, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass ich beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme, so Probleme hatte mit. Darf ich? Danke. Oh Gott. Oh Gott, Kurve besser nehmen. Ich muss mich nur noch daran gewöhnen, dass ich halt jetzt das Lenkrad immer wieder zurückreißen muss. Okay, hätte blinken sollen. Never mind. No Z war das noch. Wobei es geht zurück, wenn man fährt, ist schon mal gut. Ich weiß schon nicht mehr, wie das gekommen ist. Wie ist das denn mal passiert? Ich habe irgendwie. Ich weiß schon nicht mehr, wie das schon gekommen ist, aber irgendwie kamen wir. Ach ja, genau! Ich wurde was gefragt, deswegen. Sind darauf gekommen, dass man, dass ich mich dann wieder so ein bisschen informieren lassen habe, kann man es eigentlich besser nennen. Zumindest war das ursprünglich so, dass ich mich informieren lassen habe. Eigentlich nur über Streaming hauptsächlich. Sprich, ich muss mich angewöhnen, dass die Blinker hier vorne sind. Da habe ich die auch. Ne, hab ich nicht angesetzt. Schade. Wäre klüger gewesen. Und zwar, dass es halt bei Streaming halt schon Sinn macht, wenn man das. Wenn man jetzt nicht in 30 FPS streamt, sondern. Weiß ich nicht, 60 FPS ist natürlich auch. Kann man natürlich auch machen. Kommen dann zwar immer wieder Leute, die sagen, die FPS manchmal wieder leckt oder so. Weswegen. Oh Gott. Dann irgendwo jemand anderem empfohlen hat, dass er so in 48 FPS streamen soll, weil, ne, dann. Quasi
dann sind die Frames zwar nicht doppelt da, aber so meine Theorie, da das Auge dann halt, weil man halt blinzelt und so weiter, wenn da was verloren geht oder wenn man gerade mal blinzelt, dann ist da halt noch was da, so nach dem Motto. Oh Gott. Hey, ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Ja, das. Oh Gott, wie war denn das nochmal? Was ist der G? Ja, Einzelstandard drucken. Oh Gott. 2 Euro. Danke. Fuck! Fahrkarte haben. Scheiße. Ich wusste, ich verkack's. Nein, Moment, zurück. Woche Standard Einzel. Danke. Bitte. Deswegen, im Grunde genommen, weil eine Streamerin nachgefragt hat, ich schon mal was. Nein, er ist schon wieder krank. Schon wieder? Oh mein Gott. Ich weiß wieder, wie ich das vermisst habe, auf diese Kommentare einfach noch dümmer zu antworten. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ich wusste, ich habe was vergessen. Sorry, my bad. Ja, dadurch habe ich dann gedacht, okay, oder weil mein PC ja wieder funktioniert, habe ich dann gedacht, okay, welche Methode kannst du nehmen? Also es war irgendwie so ein netter Übergang. Also der neue PC war da. Ich wollte sowieso hier wieder neue Encodings, sag ich mal, testen. Also ich habe dann jede Menge mit VP9 Encodieren getestet. Bin dann aber doch wieder zu X264 gekommen. Weil VP9 einfach viel zu lange dauert. Auf jeden Fall hier, ne, 48 FPS habe ich dann empfohlen und so weiter. Dass man das damit machen könnte. Ich wusste, ich wollte irgendwie noch ein Hotkey für. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ich wollte noch ein Hotkey für. Oh Gott! Ah, Scheiße! Jedes Mal diese Stelle, jedes Mal verkacke ich das. Jedes Mal fahre ich zu früh raus. Boah, ist das nervig. Scheiß jemand an. Okay, also wir kommen heute nicht rechtzeitig an, also nicht pünktlich. Das steht schon mal fest. Rush Hour und so. Auf jeden Fall kam man halt dann darauf, dass man hier 48 FPS und so weiter nutzen könnte zum Testen. Moment, wo ist meine Tasche? Tut mir leid, ich mach's leiser. Danke. Ja. Wie war das? Ich glaube, es wurde noch nicht in 48 FPS gestreamt. Ich bin mir unsicher. Aber da wurde ja vor allem 30 FPS oder 60 FPS gestreamt. Es war Gruyère. Meine Güte. Aber die Polikasse kriegen wir heute nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, warum? Könnte man ja mal testen. Also damals habe ich, also das heißt damals, also ich habe dann gedacht, ja keine Ahnung, kann man ja auch mal testen, wie es mit Aufnahmen ist und so weiter, wie sich das verhält. Was man dann halt, oh nee, gar nicht wahr. Ich habe eigentlich nur normal Encoding getestet, hier mit VP9 und so weiter. Und X264, was jetzt angenehmer ist.
Und dann bin ich halt darauf auf gekommen, dass ich ja einfach mal testen könnte, wie das in 48 FPS ist. Habe ich eine Aufnahme gemacht von GTA. Und gut, ich dachte mir jetzt, oh Gott. Wie war das? Man durfte man die gar nicht erwischen oder ich glaube langsam auch mal durchfahren. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass ich dann halt mal. Wann bin ich drauf gekommen? Ich glaube, gestern bin ich drauf gekommen. Zum einen bin ich drauf gekommen, dass ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Idee, in 48 FPS einen Stream-Test zu machen, erst gekommen ist oder ob das mit der Aufnahme erst gekommen ist. Auf alle Fälle bin ich jetzt drauf gekommen, dass ich. Heute hier Bums, Dingsbums, ne? Hier jetzt hier einmal aufnehme, hier in 48 FPS. Mal gucken, ob ich jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es damals gemacht habe. Gucken, ob ich jetzt auch nur eine Folge aufnehme oder mehr. Es wird vermutlich aber auch darauf hinauslaufen, dass ich mir. Dass ich. Ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Vermutlich dann einem wieder weiter nur in 30 FPS aufnehme oder vielleicht sogar sage, ich nehme auf in. Schneller, ich habe einen Termin. Ja, chill dein Lachs. Oder ob ich sage, ich nehme jetzt in 60 FPS auf, FPS auf und rendere das in den FPS, wie es im Endeffekt rausgekommen ist, sagen wir mal, wenn ich jetzt 60 FPS aufnehme und. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Och, ja, dann muss ich gleich wieder. Goddammit. Einzel, Senior 2 drucken. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel, Senior drucken. Eine Fahrkarte bitte. Woche, Student drucken. Oh, mein Bauch. Eine Fahrkarte, das ist aber auch neu, ne? Auch mein Bauch ist neu. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich habe schon wieder ganz vergessen, wie sehr man hier außer Konzept gebracht wird durch die Labereien. Hey, was machen Sie so? Tja. So, jetzt muss ich hier. Und jetzt. So. Jetzt war das, glaube ich, die Zweiertür. Die mal aus dem Konzept gebracht wird durch die ganzen Leute, die dann Tickets bekommen wollen. So. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, das war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich werde meinen nächsten Urlaub auch da. Warum gehst du voran? Danke. Genau, dass ich dann halt gucke, was soll ich, dass ich in 60 FPS zwar aufnehme, aber dann halt nur in 50 FPS, sag ich mal, rendere oder was auch immer halt, ne, wie halt die FPS vom Video ist. Ist halt die Frage, wie sich das so auf YouTube auswirkt. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Ob die das dann halt auf 30 FPS runterballern oder auf 60 FPS hochballern, keine Ahnung. Müssen wir dann mal schauen, wie das sich so auswirkt. Boah, dass man hier nie rauskommt, danke. Das stimmt, aber Christina ist amputiert. Eieiei.
beispielsweise hier könnte das, also es ist relativ lange solide, so bei 48 oder über 40 FPS, also eigentlich knapp an 80, 40 FPS. Ab und zu bricht das halt gerade aktuell ein, so auf, keine Ahnung, gerade eben das niedrigste war, glaube ich, 31,7. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Uff. Natürlich. Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Ich verstehe. Na, das nenne ich die perfekte Parkposition. Aha, wir sammeln heute Plus- und Minuspunkte. Eine Fahrkarte bitte. Oh Gott. Woche Standard drucken. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche Student drucken. Danke. Bitte. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Woche Standard 2 drucken. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte sofort. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nee. Heute nicht, sind aus. Ja, wie gesagt, müssen wir. Ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Müssen wir dann gucken, wie das sich so auswirkt. Was den Stream betrifft, da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das so auswirkt. Ob das Auswirkungen hat oder nicht. Oder ob es nicht relevant ist. Oder ob es keine, halt keine Auswirkungen aktuell hat. Was? Bin ich denn hier gelandet? Nächster Halt, Flusspromenade. Was nenne ich? Kundenservice. Ja, Kundenservice. Vornehme Verspätung. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Eine Fahrkarte, bitte. Selbstverständlich. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Mehrere sogar? Du denkst das oder du weißt das? Oh Gott. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Also ich muss dann halt nochmal mit der Streamerin schnacken, ob sie. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Ob sie das Ding schon eingestellt hat, umgeändert hat, auch auf 48 FPS zu streamen. Wobei ich wahrscheinlich. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Wo ist denn der jetzt? Oh, tut mir leid. Einfach aus dem Grund, weil man dann den Unterschied weiß zu normal Streamer, sag ich jetzt mal, beziehungsweise zum normalen, vom normalen Stream zum verpartnerten Stream. Das könnte bestimmt auch noch interessant sein, so zum Testen. Scheiße, da ist die Ampel okay. Aber ich muss zugeben, ich hatte einen ordentlichen langen Zeit, Zeit,
Raum nicht wirklich Lust auf Dings, beziehungsweise als ich es noch hätte gekonnt, hatte ich keine wirkliche Lust, hier wieder was zu machen oder als ich es wieder konnte. Hey, haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Einfach aus dem Grund, weil ich halt beim letzten Mal hier diese massiven Probleme hatte beim Lenken. Was, glaube ich, vom Umschwung auf also ich könnte mir vorstellen, dass es vom Umschwung auf von, aber ich bin nicht mit Lenkrad Lenker mit. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich also wir werden nie rechtzeitig ankommen heute. Ob das irgendwie am Umschwung lag von Controller auf Danke. Tastatur. Ich weiß nicht mal, wie ich vorher gefahren bin, das ist das Problem. 7 Monate her. Ach, du willst mich doch wohl für dumm verkaufen. Danke. Kann eine irgendwo Fahrkarte, stehen. Bitte. Nicht mit mir. Ich brauche eine Fahrkarte. Was ist denn jetzt los? Ich wundere, dass ich Fehler mache. Tag, Standard, drucken. Und weil hier so viele eingestiegen sind, werde ich gleich durchgehen und gucken, ob die alle Karten haben. Bitte. Das wird zwar dauern, wir haben Verspätung von... Ja. Die Deutsche Bahn war stolz auf uns. Kappa. Ja. Danke. Mir gefällt nicht, dass die da noch so stehen. Hier. Wo hab ich denn... Na klar. Hier, bitte. Na klar. Was? Ah. Was? Ach so, wie oft wollen Sie die denn... Hier. Ja. Die Fahrkarte. Oh. Na klar. Was? Ach so, hier. Da. Hier, bitte. Wo hab ich... Na klar, hier. Augenblick. Klar, hier, bitte. Na klar, hier. Hier. Hier ist die Fackler. Hier. Um uns gelaufen. Ach ja. Oakville-Zentrum, genau. Ich habe das Gefühl, dass es halt dann von realistisch auf dieses andere, auf... Oder von, keine Ahnung, whatever das jetzt gerade ist. Ich glaube, von dynamisch auf realistisch, was auch immer. Das eine ist halt für Rennspiele irgendwie gemeint, gedacht, geeignet. Oder halt standardmäßig so die Einstellung davon. Von normalen Rennspielen und das andere ist halt von Simulationsspielen laut Infotext. Da ist dann halt die Frage, ob das dann halt deswegen sich geändert hat, aber nicht. Auf jeden Fall war das so und dadurch Parken in Perfektion. Parken in Perfektion, Timing kann man noch besser machen. Ich hasse es, wenn ich so früh aufstehen muss. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte natürlich. Und, oh Gott, 250, danke. Das. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Ich habe vergessen, die Blumen zu packen. Bitte. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Ein paar sogar noch. Äh.
Ich brauche mehrere Fahrkarten. Okay, man darf, also zu dieser Verspätung kommen wahrscheinlich gerade mehrere Sachen. 3 Minuten. Okay, was heißt 3 Minuten? Prinzipiell gesehen kann man schon fast alles. Okay, fast alles ist wieder. Oh Gott. Man kann vieles auf die Waschauer zurückführen. Und durch die Rush-Hour hat halt mein Fehler halt auch mit dem falschen Abbiegen an diese blöden Straße da wieder natürlich viel dazu beigetragen. Dadurch habe ich garantiert mehrere Minuten verloren. Also, ja, Plus- und Minuspunkte sind... Tschüss. Ich glaube, Pluspunkte haben wir noch ein paar mehr, weil Blinker sitzen und so weiter. Eine Fahrkarte, bitte. Boah, die wollen mich doch verarschen. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Okay, mehrere Fahrkarten. Langsam bin ich hier wieder, was das Bezahlen betrifft, in einem Groove. Ach du Kacke. Und Verspätung, also puh. Mal gucken, ob wir noch eine halbe Stunde Verspätung kommen, ey. Oh mein Gott. Das Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Ja, möglich ist es. Möglich ist es auf jeden Fall. Dazwischen. Oh nein, really? War jetzt nicht die feine englische Art, aber bei unserer königlichen Verspätung. Service können wir. An der Punkt müssen wir noch arbeiten, zumindest heute. Mann, was für ein Verkehr heute. Ja, das ist das Problem, deswegen bin ich zu spät. Danke, dass Sie es gesagt haben. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Puh. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Was soll ich denn jetzt machen? Ah, ich verstehe. Mit Kreisel.
Oh, nur 8. Aber da müssen wir auch erstmal wieder hinkommen. Oh Mann. Verkehr durchfahren. Da sind wir bestimmt auch wieder bei 15 Minuten angelangt. Meine Güte. Also so krass war es glaube ich noch nicht, oder? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Dass wir jemals so spät dran gewesen sind. Schlaflöcher treffen natürlich heute auch wieder. Wäre auch gelacht, wenn wir sie verpassen. Okay, ist richtig. Da habe ich doch nur die. Ich habe doch nur den Bordstein getroffen. War doch jetzt nicht so schlimm, oder? Eigentlich. Gott, hier muss auch ein Schlagloch sein. Ist aber dafür nicht die beste Strecke für einen Rundkurs. Sind wir denn eine Rundfahrt? Das ist ja nicht beim. Verdammt! Rennspiel. Okay, nicht ganz. Wir haben Zeit ein bisschen gut gemacht. Haben wir Zeit gut gemacht? Ich weiß es gar nicht. Kann man das überhaupt schon. Oh nein, kann man das überhaupt schon einsehen? Habe ich sonst immer eine Rundfahrt gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr, weil mir kommt so vor, als ob ich das nicht getan habe. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog. Obwohl ich es ihm doch getan habe, dachte ich. Keine Ahnung, hab ich so das Gefühl. Okay, das heißt, wir müssten gleich uns einen weiteren Bus holen. Dann müssen wir einmal die Strecke, ich weiß schon nicht mehr welche das jetzt war, ich glaube diese hier, mit dem Erdgasbus fahren und dann, ne Moment, es wäre besser, wenn wir erst jemand anderen mit dem Erdgasbus fahren lassen, damit wir danach mit dem Erdgasbus das fahren können. Das wäre, glaube ich, am coolsten. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel Senior drucken. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, kommt sofort. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Ich merke, dass es gerade wieder richtig warm wird. Also ich. Ist schon interessant. Dass es doch so warm wird, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, gehabt. Oh Gott, dass jetzt hier eine Fahrkarte haben will, das ist doch der Wahnsinn. Das war gefühlt sonst nicht so krass.
Andererseits ist es auch 7 Monate her, deswegen kann ich mich bestimmt daran nicht erinnern. 3 Stück natürlich. Keine Verspätung. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ist doch ein Rundkurs ist. Schneller, ich habe einen Termin. Es ist Rush-Hour. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Tagesfahrkarte kommt sofort. Danke. Ich habe schon wieder ganz vergessen, wie gut das Spiel ist. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Dass es mich quasi zwingt zu reden, oder dass es in welcher Fahrkarte es zwingt mich nicht ist. Es erleichtert mir das, oh Gott, Reden durch die Interaktion mit den Passagieren. Das Ungezwungene. Och man! Gibt es eigentlich mittlerweile so nach 7 weiteren Monaten eigentlich schon Leute, die irgendwelche eigenen Karten gemacht haben? Also mit eigener Karte meine ich jetzt solche riesigen Karten wie hier. Und keine Testkarten. Oh. Okay, Randschirm berührt, aber das, ich muss dann ja gerade eben irgendwie was anderes gemacht haben, als ich die 3000 zahlen musste. Okay, Fakt ist, das ist tatsächlich ein Rundkurs. Es war nur eine von diesen komischen Strecken. Beziehungsweise war diese komische Strecke, ich erinnere mich glaube ich wieder. Tschüss. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten. Du willst doch, dass ich Fehler mache, das könnte so passen. Eine Fahrkarte. Bitte, okay, hätte ich auch. Eine Fahrkarte. Ah. Nein. Okay, was ich mich gerade frage. Man kann ja auch prinzipiell 5 Cent zurückgeben. Ich musste noch nie 5 Cent zurückgeben. Also Real Talk. Oh Gott, 14 Minuten.
Verspätung trotzdem. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Obwohl der Weg ist gar nicht mehr so weit. Never mind. Das Problem ist, wir haben jetzt eine Ampel, das heißt, der Hupen bringt nichts, wir müssen warten. Diese Verspätung ist schon mehr als peinlich. Das ist echt schon ein neuer Rekord. Also das ist auf alle Fälle ein neuer Rekord. Also bin ich mir 100% nicht sicher. Auch wenn ich es nicht, natürlich nicht weiß. Schneller, ich habe einen Termin. Da wären wieder solche Global Stats gar nicht mal so schlecht. Bis dann. Anstelle von Fahrt Stats. Wobei es gibt auch Gesamtstatistik, allerdings sind die, glaube ich, nicht so. Aber gibt es Gesamtstatistik? Ich wäre schon. Tag Senior einzeln. Danke. Eine Frage bitte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch bitte. Echt so spannend. Das ist so schreien. Eine müssen. Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte hey, sind echt der. Also die Verspätung kommt durch viele Sachen zustande. Ja, zum einen die Waschauer. Ja, genau. Dann das damals, Verfahren, das was durch die Rush Hour ja, noch mehr Probleme bereitet hat. Zu sehen. Oder noch gravierendere Folgen hatte. Und dass eigentlich 80% der Leute mit Karte zahlen. Ein Ticket kaufen. Wir haben es ja mittlerweile schon bald geschafft. Was heißt bald? Das dauert garantiert noch. Bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Ich hoffe mal, dass wir gleich auch die 330k haben. Ich brauche eine Fahrkarte. Wenn wir uns den Bus holen, dann müssen wir noch jemanden einstellen. Danke. Neuen. Eine Fahrkarte. Weil wir haben nicht genügend Leute. Eine Fahrkarte bitte. Weil ich glaube, ich immer jemand Neues geholt habe mit einem neuen Bus, was ja prinzipiell Sinn macht. Müsste ich mich, glaube ich, links halten. Check. Wunderbar. Habe ich gesagt, dass ich morgen Dings, ich glaube, ich meinte heute. Ich werde
heute, na, wenn das Video kommt ja heute raus, dann werde ich wahrscheinlich schon gestreamt haben oder noch streamen, keine Ahnung. Ach, naja, also ich werde das mal testen, mal gucken, wie das so wird. Ich bin mal sehr gespannt. Mal wieder was Neues. Okay, holen wir uns was zu essen. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Was ja auch mit den Pfützen interessant wäre, wenn... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht gibt, wenn der Bus auch allgemein richtig wird, aber durch Pfützen halt noch... Ja, ne? Dass die Pfützen auch einen Effekt auf den Bus haben. Wäre natürlich auch was Nettes. Eine Fahrkarte, bitte. Ah, eine Fahrkarte. Kommt sofort. Danke. Bitte? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Ich merke schon, du brauchst Kleingeld. Aber ich würd ja auch Scheine begrüßen, ne? Dass man auch den, keine Ahnung, 5er wieder zugeben kann oder so. Oder ein 10er und so weiter. Das ist meine Haltestelle. Was ist nur los mit den Leuten? Werden garantiert ein Falschfahrer, ein Schwarzfahrer nicht bekommen haben. Aber ehrlich gesagt interessiert es mich überhaupt nicht aufgrund der Verspätung. Ist dann halt so. Ging man uns halt, keine Ahnung, 300 Euro durch die Lappen. 17,5 Minuten Verspätung und mehr. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad. Und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach, du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Oh Mist! Ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Boah, fahren wir zur Garage zurück. Ja, ich glaube, wir haben schon mal gemacht, oder? Ich glaube schon. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me a sign. Just give me the green light. Take over, just give me the green light.
gut zu wissen. Au, 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 au. Okay. Vielleicht. Oh Mann. Der Fußgänger war echt ungünstig. Okay. Wir müssen nochmal. Oh Mann. Ach, das ist das jetzt, das sind jetzt, glaube ich, die Gesamtstatistiken, ne? Ich glaube ja. Okay, ja, ich würde ja fast sagen, eine Streckenzeit von 11 Minuten 43, das war ja jetzt überhaupt nicht so, ey, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich würde mal sagen, ja. Ich würde ja mal sagen, wir machen direkt weiter. Ich mache direkt weiter. Ich werde aber die Aufnahme hier beenden, einfach nur aus dem Grund, weil, ne, kann ja gleich ein anderer FPS-Teil kommen. Deswegen macht das, glaube ich, schon Sinn. Bei Spielen, wo man das, also bei solchen Spielen, wo man es machen könnte, zu machen. Ja, dann machen wir mal gleich hier wieder nächste, nochmal dieselbe Strecke. Oh Mann.